Du bist the voice of Germany. Ja? Ja. Was fühlst du gerade? Kannst du das überhaupt in Worte fassen? Nee, ich suche gerade so nach Worten. Ich bin ja normalerweise so eine kleine Labertasche, aber im Moment finde ich da echt keine Worte. Also, weil es ist einfach so, diese Sendung, die begleitet einen jetzt seit mehr als einem halben Jahr. Und man hat so viele tolle Leute kennengelernt und so viele sind gegangen. Und jetzt ist man so übergeblieben und jetzt hat man das gewonnen. So. Ich habe das nie gedacht. Ich habe nie gedacht, dass ich in diese Show gehe und dass ich gewinne. Nie. Im ganzen Leben nicht. Niemals. Ich glaube, es haben ganz, ganz viele Menschen da draußen aber an dich geglaubt. Du standest zum ersten Mal auf einer richtig großen Bühne hier mit The Voice of Germany, mit deiner Stimme und hast das Ding gerockt. Hast du irgendeine kleine Ahnung, was jetzt auf dich zukommt? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich morgen nicht ausschlafen kann. Wir fahren, glaube ich, morgen irgendwie nach Ingolstadt oder so. Keine Ahnung warum. Ich muss nochmal in die Mail gucken, weil wir haben alle so eine Vorabmail. Falls es klappt, dann seid ihr morgen. Ich weiß nicht, ich will jetzt einfach nur noch feiern und alle umarmen und die ganze Welt umarmen und dich umarmen. Fangen wir damit an. Du bist jederzeit herzlich willkommen im Team Joyce auf unserem Sofa. Komm gerne immer vorbei. Ihr seid die angenehmsten, die coolsten seid ihr. Yes, Charlie and Schmutzler. Kommen Sie einfach zum ersten Mal zu The Voice of Germany und bringen das Ding mit nach Hause. Ja, was soll man sagen? Wir haben Tränen mitgebracht, wir haben Musik mitgebracht, wir haben tolle Leute kennengelernt und wir haben einen ganz fleißiges, außergewöhnliches Bienchen mitnehmen dürfen und Charlie hat sich das abgeholt. Wie geil ist das denn? Ich bin noch nicht ganz da, ehrlich gesagt. Es formt sich gerade so ein bisschen in meinem Gehirn. Irgendwie habe ich, als ich in die Sendung heute rein bin, man konnte es natürlich nicht sagen. Es war überhaupt nicht klar, irgendwie so wie letztes Jahr, wo irgendwie jeder wusste, Andreas kümmert. Es war nicht der Fall dieses Mal. Trotzdem, als ich auf diesem roten Stuhl gesessen bin, und vor allem, als wir diese Performance gemacht hatten mit 25, mit Charlie, es hat sich, wie die Leute durchgedreht sind, da dachte ich, hey, das wird's heute, das wird es. Der irre Ritt endet mit dem fucking Grande Finale und wir bringen das Ding nach Hause. Was sagst du denn zu deinen Papas quasi? Oh ja, also es sind ja inzwischen wirklich so Papas, ne? Also ganz toll. Es ist einfach so das beste Team und ich finde es so toll, dass ich finde es wirklich toll, dass sie die Einzigen sind, die für mich gedrückt haben, weil ich bin ihnen immer erhalten geblieben und sie mir und es ist so, ich stehe einfach so doll hinter diesem Team. So, und ja, wir sind tatsächlich so wirklich durch all diese Höhen und Tiefen gegangen und jetzt am Nachhinein sehe ich es auch, dass wir immer da irgendwie noch zueinander gehalten haben. Wenn man eine Entscheidung von oben anguckt, einen Baum anguckt, da oben ist der Ast und dann fesselt sich es nach unten, den runterzugehen, ist irgendwie klar. Aber wenn er hochwächst und sich entscheidet, okay, mit wem gehe ich jetzt, mit dem oder mit dem? Und wenn es am Ende weiß man es nicht. Und tatsächlich gab es immer wieder Entscheidungen, wo es schwierig war. Und als wir uns von Marion getrennt haben, die eine unfassbare Stimme hat, da war es Charles, die sich in unser Herz gesungen hatte. Und solche Sachen gab es immer wieder. Und jetzt stehen wir da. So, bevor ich jetzt auch noch das Heulen anfange, weil das so schöne Worte waren, ich wünsche euch alles Glück der Erde, vor allem dir, Charlie, rock das Ding. Glückwunsch. Ich rocke weiter.